Das war immer so eine friedliche Stadt. Ich möchte es nicht Verschwörung nennen, aber genau danach sieht es aus. Ihre Mutter war fanatisch. Wie sie mit ihr leben konnte, weiß ich nicht. Es ist unlogisch und nicht rational, an eine übernatürliche Ursache für das Geschehene zu glauben. Niemand scheint das zu verstehen. Sie war kein Monster. Sie war einfach nur ein Mädchen.